willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, wie ihr seht, haben wir uns etwas geleistet heute. Eigentlich waren wir immer gegen solche Küchengeräte, weil wir eigentlich immer gedacht haben, wir brauchen das nicht. Aber wir haben uns jetzt in der aktuellen Lidl-Werbung von den Vorzügen und vor allem vom Preis überzeugen lassen. Das kam heute Morgen aktuell 299 Euro, war online schon kurz vor 8 ausverkauft und wir haben Glück gehabt und konnten in der Filiale eins ergattern. Und wir packen den jetzt auch einfach mal zusammen aus. Wie die Geräte sind, kann ich euch nicht sagen. Ich habe noch nie so ein Gerät benutzt. Und ja, aber ich denke, dazu wird es dann auch zum Fazitvideo oder ein Kochvideo mal dazu geben. Jedenfalls ist hier jede Menge dabei und ich würde sagen, wir packen es einfach mal aus. Ich habe es schon aufgeschnitten, reingeguckt haben wir noch nicht. Als erstes kommt uns hier so eine weiße Box entgegen. Die muss ich jetzt allerdings auch erstmal aufschneiden. Moment. Wir hätten als erstes Müll. Nochmal Müll. Und dann haben wir hier noch viel mehr Plastikmüll. Und einen Plastikdeckel, den Plastikmüll. Das ist der Deckel für den Dampfgaraufsatz. Das ist der Deckel für den Dampfgaraufsatz, nehme ich an. Den wir hier hätten. Einen Einsatz dazu, wieder in Plastikmüll. Das ist halt ein bisschen sehr übertrieben, finde ich. Und das wird dieser Dampfgaraufsatz sein. Da wird es dann so. Ich schätze das jetzt einfach mal. Wie gesagt, ich habe solche Geräte noch nicht benutzt. Einfach so. Und wir hätten diesen Spatel zum Saubermachen, rausholen für Teig und so. Wieder in Plastikmüll. Und wir hätten noch eine Pappeinlage im Karton, warum auch immer, aber es wieder. Eine Anleitung ist natürlich auch dabei. Das Gerät ist übrigens von Silvercrest, das ist diese Lidl-Eigenmarke. Das Gerät heißt Monsieur Cuisine Plus. Nehme ich an, dass man so ausspricht. Connect. Ah, Connect Plus ist das Wort gerade. Genau. Und wir haben wieder Müll. Was war das? Ja, Müll. In dem großen Karton ist wieder Plastikmüll. Jetzt in diesem Pappkarton. Und klar, das Ding ist wieder in Styropor eingepackt. Das machen wir drin. In dem haben wir ein Kochbuch, das ist dabei. Da gucken wir gleich mal zusammen rein. Ich schicke das mal eben zur Seite. Und das Kabel ist nochmal eingewickelt in Pappmüll. So. Und wir haben eine Riesentüte, in dem das ganze Ding nochmal drin war, auch aus Plastik. Und das Kabel war zwar in Pappe eingehüllt, aber es ist nochmal in Plastik eingehüllt. Ist übertrieben, finde ich. Jetzt haben wir den ganzen übertriebenen Müll mal entfernt. Um das Buch ist auch noch Müll drin. Jetzt haben wir das Basisgerät und ich habe leider keine Steckdose, die bis hier reicht, denn das Kabel ist sehr kurz. Aber man kann es ausziehen. Und ich habe noch mal einen Lenden dazu gekriegt. Meine Uhr hat geblieben. Also, so lang ist das Kabel ungefähr. Mit. Ja, einen guten Meter. Wir hätten hier diesen 4,5 Liter mit 3 Liter Füllmenge. So. Das ist der Deckel. Ich denke, dass man das hier irgendwie auch aufmachen kann, damit man nachfüllen kann. Da ist dieser Rühraufsatz drin und ein Körbchen. Ah, den kann man einfach rausziehen. Genau, maximale Füllmenge bis hier. Insgesamt 4,5, aber Füllmenge sind ca. 3 Liter dran, habe ich gelesen. Genau, das soll ja nur ein Anwechseln sein, deswegen probieren wir das Gerät jetzt nicht zusammen aus. Das ist eigentlich angenehm. Ja, nicht zu schwer, nicht zu leicht, aber es fühlt sich eigentlich recht stabil an und nicht so, als würde es gleich nach dem fünften Kochgang auseinanderfallen. Also es fühlt sich wirklich richtig gut an. Und es saugt sich auch schön fest am Tisch, wie er wird. Und hier drin sind auch nochmal so die Anschlüsse. Das Gerät selbst sieht eigentlich auch ganz gut aus, oder? Also es sieht auch nicht aus wie Müll. Es fühlt sich eigentlich recht hochwertig an. Körbchen ist wofür? Das ist das Kocheinsatzkörbchen. Ja, das fühlt sich eigentlich an wie eine Tupperschüssel, würde ich sagen, von der Qualität her. Also ich würde sagen, gefühlt Tupperqualität. Ja, aber es ist natürlich keine Tupperqualität, beziehungsweise kann ich zu der Qualität, wie lange es hält, nicht sagen. Aber
Es fühlt sich auf jeden Fall gut an. Das wird so ein Rühreinsatz sein. Der Rühraufsatz, ich denke, für Teig und sowas, fühlt sich eigentlich genauso an wie das Körbchen. Gut, stabil und nicht so, als würde es gleich kaputt gehen. Ja, eine Decke ebenfalls, das fühlt sich auch, das fühlt sich noch besser an als das Körbchen. Genau, dann kann man es hier, denke ich, also man kann es auf jeden Fall drehen. Ich will da jetzt aber auch nichts kaputt machen, aber ich denke, das geht auf. Ja, da, drehen. Dann kann man da nachfüllen. Und dann, wie gesagt, ein dreiteiliger Dampfgaraufsatz mit Deckeleinsatz. Und diese Schüssel, die kommt dann einfach hier oben drauf. Anstatt dem Deckel, vermute ich jetzt mal, dann, wie gesagt, die Einleitung. Das Spatelchen, was gerade eingeflogen kommt. Und das Kochbuch, was aber auch hier drauf gespeichert sein müsste, wenn ich das richtig verstanden habe. Und per App und dem Display hier bedienbar sein. Also hier sind, wenn ich das richtig im Kopf habe, 160 Rezepte vorgespeichert und aktuell 140 per WLAN über das Display abrufbar. Es kommen aber auch monatlich kostenlose Rezepte hinzu, wenn man sich registriert. Das Ganze kann man aber auch per Handy und per App dann bedienen oder per iPad. Und das funktioniert dann ähnlich dem aktuellen teuren Modell der anderen Marke. Das ist das Kochbuch, was da aktuell dabei ist. Und wir haben 158 Seiten mit Rezepten, immer schön einfach aufgebaut. Der Schwierigkeitsgrad vom Rezept, wie viel man braucht und so weiter. Ihr kennt ja alle, wie die Kochbücher so aufgebaut sind. Das mal so. Wir werden das Gerät auf jeden Fall heute noch testen. Wir wissen noch nicht, was wir damit machen. Das haben wir uns noch nicht ausgesucht. Wir werden jetzt gleich erstmal in Ruhe in das Buch gucken. Und während Clara gleich beim Geigenunterricht ist, werden wir einkaufen gehen. Und dann kommt auch in geraumer Zeit ein Fazit zu dem Gerät. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. So, bevor ich das Video jetzt beende, wollte ich mich nochmal ganz kurz zurückmelden. Wir haben das Gerät nämlich schon getestet, beziehungsweise den Monsieur Cuisine Connect Nicht Plus. Und wir sind sehr zufrieden bis jetzt. Also die Bedienung ist sehr einfach. Und das Menü über das Touch-Display ist eigentlich auch sehr einfach zu bedienen. Und das führt wirklich, also das Rezept, wir haben den Blumenkohl Gratin gemacht und das Rezept war in einem Kochbuch. Die sind aber auch auf dem Gerät gespeichert oder man kann dann halt auf neue Rezepte zugreifen. Dann kommen wirklich immer neue Rezepte dazu, wenn man sich dann anmeldet. Das haben wir getan. Und das Gerät führt wirklich Schritt für Schritt durch die Bedienung und durch das Rezept. Aber bevor ich jetzt das Gerät in den Himmel lobe, testen wir das natürlich ausgiebig. Es kommt definitiv dann nächste, übernächste Woche eine Review dazu, wenn wir das Gerät getestet haben. Mit einem Gerät kann man natürlich nicht viel dazu sagen. Entschuldigung fürs Wackeln, mir ist der Arm eingeschlafen. Und wir werden demnächst auch mal zusammen ein Rezept dazu kochen. Da muss ich mir noch überlegen, wie ich das gestalte vom Filmen her. Jetzt aber genug gequatscht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert mein Video, denn das ist kostenlos und dann sehen wir uns auch im nächsten Video und ihr verpasst nichts mehr von mir und dem neuen Gerät von Monsieur Cuisine Connect Lidl. Genau. Bis später. Muah.